Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasum und ich müssen wieder gegeneinander bauen, Freunde. Es werden wieder Naturkatastrophen passieren und wir müssen gucken, wer das beste Haus dann baut. Die besten Sachen, die wir uns auch ausgesucht haben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Mail sehen möchtet. Dreht auf jeden Fall mal kurz zu euer Handy, drückt auf die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, Kasper! Yo, Brock, so altes Haus. Was ich sag dir jetzt mal, was heute passieren wird. Und zwar müssen wir ganz, ganz viel bauen, weil gleich kommen ganz verrückte Sachen. Deswegen bau schon mal los. Okay. Also was genau muss ich denn bauen? Auf jeden Fall irgendetwas, so was ich vor so, ich glaube, jetzt kommen gleich so Raben oder sowas beschützt. So Raben, so Gruselraben oder was soll das sein? Also jetzt auf jeden Fall kommen in 3 Sekunden Raben und es können auch immer noch zum Beispiel Tsunamis kommen. Was? Und okay, Lava. Also wir müssen uns dann bauen, um zu überleben oder wie? Genau, wir müssen auf jeden Fall immer ganz viel bauen. Oh. Wow, du kannst dich voll hochbauen, sehe ich gerade. Voll cool. Ja, aber wenn Raben von oben kommen, bringt doch nichts. Ah, stimmt. Nein, stimmt. So, deswegen, also ich glaube, das sind Raben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber ich baue jetzt hier schon mal ein bisschen sowas hin. Ja. Es ist so eine kleine Ruine, die vielleicht die Raben ablenkt. Okay. Also ich habe mir ein kleines Hochhaus gebaut, wo ich sozusagen hier oben stehe. Siehst du mich? Nein, verdammt. Guck mal, wie cool das aussieht. Guck mal. Stimmt, Alter, das sieht echt voll cool aus. Ja, voll auf ganz entspannt hier. Und ich habe mir meine Ruine. Da kommen die, da unten sind die Raben. Nein. Das sind so Hexen oder sowas, guck mal. Die muss ich zubauen. Ich dachte, die kommen von oben. Dachte ich auch, aber... Oh, Kasper, pass auf, die können gleich noch klettern. Ja, was, können die echt? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die können bestimmt gleich noch klettern. Okay, ich würde mal sagen... Ah, die klettern echt klettern, oh Gott. Oh nein. Wer baut höher, Kasper? Jetzt muss ich aber ein bisschen los hier. Ich baue jetzt am höchsten. Oh Gott. So. Wollen wir ein kleines Baubattle daraus machen? Wollen wir mal sozusagen sowas vorgeben und dann gucken wir, wer das bessere baut? Ja, natürlich. Machen wir es auch gleich. Okay. Kann ich, was glaubst du, ich kann noch zu dir voll weit rüber bauen? Nein! Ich komme! Ich rette dich! Okay, gut. Pass auf, ich kann sogar auswählen, welchen Modus ich spielen möchte. Pass auf, Box, wir müssen alles wieder löschen, aber wie löschen wir denn alles auf einmal? Kasper, ein T-Rex! Was? Wo? Wir können die Base resetten hier, das rote. So. Wo geht das? Das rote. In der Ecke. Muss ich jedes einzelne drücken, oder was? In der Ecke. Rot, in der Ecke. Ich sehe nichts rot in der Ecke. Da ist rechts nichts. In der Ecke. Ach, hier. Genau, rechts. Ja, sag das doch. Genau. Pass auf, Kasper, die T-Rex kommen. Oh, wir müssen jetzt andere Materialien verwenden. Ich glaube, ich nehme hier mal so ein Platinum, ne? Hier vorne irgendwo. Weißt du, was ich jetzt mache? Hier. Ich werde mir jetzt eine Eisschicht bauen. Wie eine Eisschicht? Baust du dir so ein... Ach, dann, warte mal, aber du willst, dass sie denken sozusagen, dass du deren Ei bist, oder was? Nein, eine Eisschicht. Ach, eine Eisschicht. Ach, genau. Mann, du meinst, weil die eingefroren sind damals, oder wieso? Ja, die sollen wissen, dass sie sich nicht mit mir anlegen. Okay. Okay, es ist zwar nicht ganz gerade, aber muss auch nicht gerade sein. Also ich baue mir hier auch nochmal eine zweite Eisschicht. Denk dran, dass ein T-Rex groß ist und auch ein Goomba von oben kommen kann, ne? Ja, okay, du hast recht, ja. Dann musst du ein bisschen aufpassen, baue ich hier nochmal lang, so. Ich werde einmal, pass auf, ich hab jetzt voll den Plan, ich werde es hier, pass auf. Sag mal deinen Plan, so krass ist bei dir sowieso nicht sein. Das wird das heftigste Iglo, sag ich dir jetzt schon mal. Ein Iglo, okay, dann versuche ich auch ein Iglo zu bauen, aber das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich habe jetzt ein bisschen später angefangen als du. Ja, aber kann ich ja nichts dafür, dass du so einen Knopf nicht findest. Ja, wir hätten von vornherein sagen müssen, lass Iglo bauen. Nee, du kannst doch bauen, was du möchtest, das ist doch nur meine Idee. Ja, wir bauen dir Build-Battle, mein Lieber. So, pass auf, wir machen ja auch gleich ein heftiges Build-Battle. 20 Sekunden hast du noch. Siehst du mein Iglo schon? Das ist schon mal gut. Noch nicht ganz, nein. Oh, was ist das denn? Das ist doch kein Iglo, das ist ein Schrotthaufen. Das ist mein Iglo. Das ist ein Schrotthaufen. Du bist ein Schrotthaufen. Guck dir das doch mal an bei dir. Das Ding ist, so, ich kann euch hier nochmal zack, zack, zack. Außen ein bisschen alles eismäßig, damit die auch... Mein Iglo wird gleich richtig cool sein. Hier noch so. Boah, die sehen gleich, wie krass mein Iglo ist, ne? Sehen die gleich, Kasper. Und hier vorne. So, okay, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut aus. Oh Gott. Wow, pass auf, rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sehe ihn! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, da kam mal der riesige T-Rex angelaufen. Oh mein Gott, das ist ja richtig groß. Was hat er für einen Kopf? Hey, der hat mich gebissen! Ha! Der hat mich platt getrampelt. Tja, da war dein Iglo wohl doll so heftig. Hey, der macht mein Iglo voll kaputt, sehe ich gerade. Ja, war wohl nicht so gut, Kasper. Natürlich war das gut. Nee, anscheinend nicht. Oh mein Gott, der T-Rex ist direkt hier, ne? Der hat mich nur aufgefuttert. Der dachte sich so, lecker Kasper, nicht den ekligen Bro. Schon wieder! Ja, siehste. Was ist denn mit dem? Kannst mal der sehen. Der geht auf mich. Guck mal, siehst du, wo der ist? Ja, ich sehe ihn. Guck mal, der ist nur bei mir. Ha, ja, ich sehe ihn. Hey, der spawntrappt mich die ganze Zeit. Oh, schon wieder, Mann, also ich habe ja keine Chance, hier zu überleben. Ha. Mann, da geht jetzt abgebildet, T-Rex. Oh, ich sehe gerade, guck mal, wir können auch Eier kaufen, ne? Oh, der T-Rex hat euch ab, oder? Ja, er haut ab. Ja, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Okay, was? Wir können ja auch Eier kaufen, Kasper. Okay. Hier für $400 kann ich mir zum Beispiel ein Ei kaufen. Okay, wie viel Dollar habe ich denn? 120. Wow. Okay. Was war da drinne? Alter!
Ein kleines Schweinchen. Da? Ich sehe es nicht. Hey, was warte. Ist ein Schweinchen? Hier. Das bringt mir quasi mehr Geschwindigkeit und was? Ich glaube, ich kann höher springen oder sowas. Wie cool. Okay, okay, pass auf. Lass mal schnell eine Challenge machen. Wir machen jetzt die Challenge, wer die bessere Kackwurst baut. Okay. Okay, okay. Dann baue ich jetzt die heftigste Kackwurst, die du jemals sehen wirst. Oh mein Gott, die wird so eklig werden. Hier noch so ein bisschen. Hier vorne, ja. Ich weiß aber nicht genau, wie die Kackwurst uns vor den Bacon her ist, irgendwie schützen soll. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir gerade sowas bauen. So, ja, pass auf, Frage, du wirst gleich sehen. Ahnung, weiß ich auch nicht. Das ist hier ein richtiger Streifen. Noch. So, Achtung. Ja, das ist aber nichts Hartes bei dir da, glaube ich. Nee, nee. Hier noch so. Oh, du solltest die mal sehen, ey. Alter, also das Ding, ey. Was hat der denn gegessen? So, oh Achtung. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Also mein Teil hier, warte mal. Oh, ich habe eine coole Idee. So, jetzt muss ich noch auf jeden Fall ein bisschen was hier so. Zack. Ja, das ist eine richtig coole Idee, ne? Ich habe auch voll, ich hab voll die gute. So, okay, okay, sehr schön. Also das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Guck mal, bist du fertig? Deine ist aber halt echt nicht so gut, muss ich sagen. Hä, guck dir meine mal an, meiner, du, Alter, deine hat ja nicht mal Gestank oben drüber. Meine hat noch ein bisschen Spinat gegessen hier. Guck mal. Das ist so Gestank oben drauf. Guck mal, bei mir sind so Fliegen, die da oben fliegen. Bei dir sind ja nicht mal Fliegen. Also wirklich, das sind doch keine Fliegen, das ist vielleicht Toilettenwasser, was da hochgespritzt ist, mehr nicht. Das ist, überhaupt kein Toilettenwasser, das sind kleine Fliegen, die da rumfliegen. So, pass auf, ach, guck hier. Guck mal, da sitzen auch welche drauf. Guck hier. Guck dir mal meine an. Meine ist doch voll gut gemacht. Deine sieht kacke aus. Nein, meiner, er hat einfach nur exotisch gegessen. Deine sieht komplett blöd aus. Er hat exotisch gegessen. Nee, überhaupt nicht exotisch. Deiner ist, also. Guck. Okay, aber jetzt kommen die Bacon erst. Lass mal schnell das stimmt, okay, Bacon also Bacons kommen jetzt. Bacon oder, ja, oh, die sind da hinter dir, Kaspar. Oh Gott, die spawnen immer bei mir alle. Das ist so unfair. Ja. Aber guck mal, wie ich mich hier einbaue. Guck mal. Lauf lieber weg. Dann sollen die doch kommen. Sollen die doch kommen, die Bacon erst. Aber ich kann sogar höher springen, sehe ich gerade. Aber das Ding ist, ich muss schon sagen, meine Wurst sieht besser aus. Guck mal, das sage ich zu deiner Wurst. Was Bam! Oh, ich dachte, du wärst noch oben bei mir drauf gewesen. Nee, ich war oben nicht mal drauf. Kannst mal sehen, sowas passiert nicht. Oh, los. Sag mal, die gehen die ganze Zeit immer nur auf mich. Die spawnen genau bei dir. Das ist ja voll unfair. Oh mein Gott, das war Spinat. Komm noch raus. Ah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein! Die ganzen Bacon erst. Aua! Mach hier eine Orbi draus. Komm. Bist du das? Das jetzt erst oben ist. Oh Gott, ich bin safe hier, ich bin safe. Okay, warte, ich mach eine Orbi. Ja, das schaffe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, nächste. Oh, bist runtergefallen. Okay, oh nein, es kommt ein Tornado. Tornado, was? Okay, du müsst, weißt du, was wir jetzt bauen müssen? Was denn? Einen kleinen Bunker. Ein Bunker, okay, okay. Ja, genau, das heißt, wir bauen jetzt einen kleinen, heftigen Bunker dahin. Okay, pass auf, ich weiß genau, wie ich einen Tornado, ja? Also der muss ja erstmal, oh, pass auf. So. Ich stelle auf jeden Fall auch ein paar Möbel in den Garten, die dann von dem Tornado weggeholt werden. Weißt du, was ich meine? Oha, das machst du ehrlich? Ja, auf jeden Fall, das lockt vielleicht, das bricht vielleicht ein bisschen den Wind. So, okay, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen, okay. Zack, zack. Ich mache mir einen Bunker, also dann nehmen wir doch mal diese Steine hier, die nochmal weg hier, so, die Steine und... Ich baue jetzt hier gerade 1, 2, 3. Da baue ich hier mal, ich baue einen ganz, ganz kleinen Bunker nur, weißt du, klein, aber fein. Ich sag dir, ich habe einen richtig heftigen Stützbunker. So, okay, das Ding sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus, dann machen wir mal ganz kurz Ego-Perspektive hier. Boah, du solltest mal sehen, was ich hier gerade baue, Kaspar. Alter, du baust, das Einzige, was du da baust, ist gerade wahrscheinlich so ein Kaugummi-Automat oder sowas. Nee, 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 du solltest, solltest meinen Bunker jetzt mal sehen. So, 5 Sekunden haben wir noch. Alter, ist nicht krass. Dein Bunker ist nicht krass, da kannst du sagen, was du willst, ist halt einfach so. Der ist krass, ich sag dir auch gleich, warum. Ja. Ja, kennst du das bei SpongeBob, diesen Thaddäus-Bunker, den er gebaut hat im Schnee? Ja. Genau so ist mein Bunker jetzt. Hier als ob. So, hier doch, genau so baue ich den gerade. So, okay, dann hier die Ecke noch. 30 Sekunden hast du noch, ne? Da bin ich mal auf den Bunker gespannt. Ja, das passt perfekt. So, guck mal jetzt hier. Muss ich hier noch was hinbauen gerade? So, zack. Hier, bam, 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 so, bam, bam. Und noch die Ecke. Und ich habe noch 10 Sekunden. Ja. Und die letzte Wand hier, die baue ich auch noch mal gerade. So, sehr schön, habe ich. Okay, dann zeig mal her hier deinen Bunker. Was ist das denn? Das ist der Lithium-Bunker. Das ist überhaupt kein Bunker. Guck dir mal meinen Bunker an. Dein Bunker ist ja richtig blöd. Wieso? Was ist das denn für... Nein! Oh nein, Tornado! Der kommt auf mich! Genau zu dir! Mein Bunker! Guck dir doch mal meinen coolen Bunker an! Dein sieht doch voll blöd aus! Ich bin gespannt, wie gut dein Bunker da überleben wird! Ja, ich sag dir, der Bunker wird standhalten, weil das ist Lithiumglas! Du kommst anscheinend zu mir gelaufen, ne? Das ist Lithiumglas! Das kennst du noch gar nicht! Das ist Panzerglas, oder was? Nein, das ist Plastik! Das ist tornadosicheres Glas! Plastikbunker! Guck mal! Oh Gott, der Tornado zu dir! Oh nein! Ja, er geht wieder zu dir, er geht wieder zu dir! Oh Gott, nein! Und oh mein Gott, wir haben ihn überlebt, oder? Oh ja, oder?
Ja, wir haben den Tornado überlebt, Kasper, juhu! Ah! Hey, nein! Du bist draufgegangen, Boxo! Hallo! Das soll's für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt die beiden Videos aus und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!